In Teil 2 geht es um die Definition von Imperfektionen. Das ist unser System, wie wir es von Revit bekommen haben. Wir sehen, es wurde erzeugt mit einem allgemeinen Template. Deswegen müssen wir noch ein paar Dinge anpassen. Stahlbetonbemessung, die Gruppe kann ich mal ganz rauslöschen. Die brauchen wir nicht. Bei den Materialien war auch hier das Template mit dem Bewährungsmaterial, das kann ich auch rauslöschen. Wir haben also nur Stahlbau 235. Dann haben wir hier unsere Querschnitte, die angekommen sind. Dann den Einwirkungsmanager geöffnet. Auch hier sehen wir aus dem Template Schnee. Die Einwirkung Schnee brauchen wir nicht. Kann ich auch löschen. Dann haben wir die Kombinationsvorschriften, die hier gebildet werden. G, Q, W, das ist in Ordnung. Ansonsten einfach rechte Maustaste und nochmal alles löschen und neu initialisieren sagen. Dann haben wir als nächsten Task die Berechnung der Einzellastfälle. Die werden hier aufgeführt und ich bestätige das. Damit haben wir also eine lineare Berechnung durchgeführt und sehen hier qualitativ die Verformungen für diese vier Lastfälle. Den nächsten Task Überlagerung nehme ich auch raus. Das machen wir gleich anders. So, also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Imperfektionen definieren kann. Einmal grafisch und einmal über den Texteditor Teddy. Ich zeige Ihnen beide Varianten. Für die grafische Eingabe brauchen wir jetzt hier das SOFI Plus. Dafür können wir also hier rechte Maustaste sagen, Task einfügen und wählen uns die Eingabe über SOFI Plus. Hier oben ist sie. Ich öffne mit einem Doppelklick SOFI Plus. Da kommt es. Und es ist natürlich leer, weil unser System ja in Revit definiert wurde. Nun gibt es die Möglichkeit hier auf Werkzeuge Import auszuwählen und unser Revit-Projekt, was sich ja in der Sophistic-Datenbank inzwischen befindet, zu importieren. Man kann auswählen, was man importieren möchte und ich wähle mal bis auf die Rasterlinien alles aus. Damit habe ich mein System hier. Ich gehe mal in die 3D-Ansicht. Dort ist also das System jetzt auch im SOFI Plus zu sehen. Wir sehen eine ganze Menge Lasten. Über Filter können wir die hier ein- und ausschalten. Also das wäre hier der Lastfall 2, der Lastfall 3 und der Lastfall 4 und hier der Lastfall 1. In dieser Version haben wir noch einen kleinen Bug drin. Wir sehen nämlich, die Auflager werden nicht richtig erkannt. Dafür selektiere ich die Punkte unten, die Auflagerpunkte und muss dann hier gerade noch mal die Auflagerfesthaltungen so einstellen, wie ich das im Revit hatte. Wie gesagt, das ist hier bei mir ein Bug. In einer späteren Version sollte das korrekt funktionieren. Gut, wir sind jetzt hier in der Lage, die Imperfektionen grafisch einzugeben und rufen dazu nochmal den Lastfallmanager auf und sehen hier genau das Gleiche, was wir eben im SSD gesehen haben, können nun aber über Lastfälle hier weitere Lastfälle, nämlich die Imperfektionslastfälle, anlegen. Ich nehme das Häkchen des automatischen Hochzählens raus und sage, ich hätte gerne einen neuen Lastfall und das soll Lastfall 11 bei mir sein und nenne das Imperfektion lokal
Z. Die Einwirkung kann ich hier als Imperfektion auswählen und das gleiche kopiere ich mir direkt nochmal für Lastfall 12 und das soll lokal Y-Imperfektionen sein. Damit habe ich diese Lastfälle angelegt und gehe auf den Lastfilter. Ich möchte jetzt mal zunächst nur lokal Z eingeben. Imperfektion lokal Z. Was heißt lokal Z? Dafür können wir auf die Visualisierung gehen, etwas herunterscrollen und bei Strukturlinie das Koordinatensystem einschalten. Wenn ich heranzoome, sehen wir also jetzt die lokale Z-Richtung und die lokale Y-Richtung unserer Stützen. Das heißt, die lokale Z-Richtung geht hier gemäß dem blauen Pfeil und die lokale Y-Richtung gemäß dem grünen Pfeil. Also, wir wählen jetzt aus, dass wir Lasten aufbringen wollen. Und an der Stelle kommt uns zugute, dass wir mit Gruppen gearbeitet haben. Das heißt, wir wollen jetzt nur die Gruppe 10 sehen. Und das sind nämlich genau nur unsere Stützen. Ich möchte die Last aufbringen, also die Imperfektion aufbringen als Linienlast und wähle alle Stützen aus. Wähle hier die Imperfektion lokal Z. Lastart soll Imperfektion sein und möchte eine Vorkrümmung und eine Schiefstellung eingeben. Fangen wir mit der Krümmung an. Also relativ UZ. Und hier habe ich die Möglichkeit, jetzt einen Wert einzugeben, zum Beispiel L200. Und wie soll der Verlauf aussehen? Es soll eine Vorkrümmung sein. Deswegen wähle ich hier quadratisch Mitte aus. Etwas größer machen. So kann man es besser sehen. Also das soll meine Vorkrümmung L200 sein. Bestätige das und da sieht man schon auch die grafische Überprüfung, wenn ich von der Seite drauf schaue, die L200 als Vorkrümmung und das gleiche mache ich jetzt noch einmal für die Schiefstellung. Also Linienlast alle auswählen, bestätigen. Imperfektion lokal Z, Imperfektion UZ als Verschiebung und die Stützen sind 3 Meter lang und wenn ich da auch 200 eingebe in Millimetern wären das 15 und der Verlauf soll so aussehen, dass wir oben den Wert haben. Bestätige das und das sieht man hier auch direkt sehr schön. Damit haben wir die Imperfektion schon beschrieben. Also, so funktioniert das grafisch. Haben wir jetzt für den einen Lastfall gemacht, für die Imperfektion lokal Z. Das gleiche können wir jetzt natürlich lokal Y machen. Und das zeige ich Ihnen mit der zweiten Möglichkeit, nämlich mit der Texteingabe über Teddy. An der Stelle sagen wir also, ja, wir speichern das Ganze und bringen es hier wieder herüber. Den 12er möchte ich nicht löschen. Und ich bestätige das. Jetzt wird das System wieder übertragen. Da ist es. Und wenn ich hier jetzt noch einmal alles rechnen lasse, taucht bei den Einzellastfällen natürlich weiterhin hier keine Imperfektion auf, weil die nur dann berücksichtigt wird, wenn wir Theorie zweiter Ordnung rechnen. Wir können hier uns aber trotzdem mal Lastfall 11 anschauen. Ich sage Task einfügen, wähle aus die interaktive Grafik, starte den WinGraph also
und wähle hier mal die aufgebrachten Lasten aus, alle Lastfälle und hier Imperfektion 11. Und da sehen wir also auch nochmal bestätigt, dass unsere Imperfektion auch wirklich jetzt in der Datenbank vorhanden ist. Ja, diese grafische Eingabe war natürlich schön visuell nachvollziehbar, ist aber doch immer etwas aufwendig, wenn man immer hier reingehen muss. Deswegen die zweite Variante über Texteingabe. Auch dazu brauchen wir einen Task. Ich sage Task einfügen. Wir befinden uns in den Lasten, also Texteditor für Lasten. Und ich öffne diesen Task, der jetzt noch leer ist. Und all das, was wir gerade gemacht haben, kann man eben auch schriftlich erfolgen lassen. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich füge das hier mal ein. Ich habe das schon fertig. So sieht es aus. Kann hier oben eine Information reinschreiben in den Kopf, also Imperfektionen soll das Ganze heißen. Ich kann hier festlegen mit dem Unit Type, dass wir in Metern und Zentimetern und Millimetern eingeben wollen. Das finden wir im Handbuch. Schauen wir jetzt also, was wir hier eingeben. Also wir geben ein den Lastfall 11. Imperfektion soll er heißen. Wenn ich die F1-Taste drücke, bekomme ich auch das entsprechende Handbuch dazu aufgerufen. Wir wollen also eine Linienlast eingeben. Das wird hier angeboten und wir sehen direkt, wir geben also ein anhand einer Strukturlinie. Jetzt fragt man sich natürlich, welche Strukturlinien sind das? Dazu gehe ich nochmal in die interaktive Grafik hinein und wähle mir hier Strukturlinien. Wenn ich das etwas größer mache, sehen wir, dass die Stützen die Nummern haben 1001, 2, 3, 4, 5, 6 und hier oben nochmal 1038, 39. Das ist die 40 und das ist die Stütze 41. Also genau diese Nummern brauchen wir jetzt. Und das ist erfolgt genau hier. Also wir wählen als Referenz SLN, das sind Strukturlinien 1001 bis 1006 mit Inkrement 1 aus. Dann sagen wir, was soll für ein Lasttyp draufgesetzt werden. Und wir hatten ja gesagt, es soll eine quadratische Verteilung sein. Deswegen steht hier das Steuerwort QAM. Ich merke gerade, ich bin in der englischen Variante. Mit Steuerung QT können wir auch umschalten auf Deutsch. Habe ich nochmal F1-Taste gedrückt. Genau, jetzt sind wir in der deutschen Beschreibung. Also wir haben hier die quadratische Verteilung. Das ist der Befehl QAM, also quadratisch Mitte. Maximalwert in der Mitte. UZ S. Das ist die Richtung. Mal schauen, das steht auch hier. Hier. UZS, Imperfektion UZ als Faktor der Lastlänge, einheitslos, also L200 und das ist genau dieser Wert 0,005. Und auf das gleiche, auf die gleichen Strukturlinien geben wir Linie auf, also Linienlast Typ UZ und UZ sehen wir hier in Millimetern, das sind die 15 Millimeter. Ja, also das sind diese zwei Zeilen und dann nochmal für die Stützen in der zweiten Etage genau das gleiche. So, und wenn ich jetzt das für die andere Richtung eingeben möchte, dann brauche ich mir das ja nur zu kopieren.
und einzufügen. Ändere lediglich hier die Lastfall Nummer 12 ab, sage, das ist die Imperfektion in die andere Richtung, also lokal y, und nun noch die Richtung auf y abändern. Und vielleicht erinnern Sie sich, y lokal zeigt entgegen der Windrichtung. Ich möchte aber die Windrichtung mit der Imperfektion in die gleiche Richtung zeigen lassen. Deswegen brauchen wir hier noch ein Minuszeichen. Das war's schon. Also man sieht doch, dass es sehr schnell ist, das Ganze nicht grafisch, sondern hier mit dem Editor zu erledigen. Dann brauchen wir gar nicht diese Eingabe über so viel Plus. Würde ich Ihnen eigentlich schon wirklich hier empfehlen. Lassen wir es einmal neu rechnen, diesen Task, berechne den Texteditor für Lasten, das kann ich auch mal umbenennen. Das sind meine Imperfektionen. So, und wenn wir jetzt nochmal die interaktive Grafik uns aufrufen, die Lasten, dann haben wir hier Lastfall 11 und jetzt auch in die andere Richtung hier Lastfall 12. Sehr schön zu sehen, ist also auch mit dem Texteditor wunderbar und vielleicht sogar besser als mit der Grafik zu handeln. So viel zu den Imperfektionen. Der nächste Schritt ist nun, dass wir die Lasten entsprechend kombinieren. Das schauen wir uns dann im nächsten Video an.